Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2 und zwar in der letzten Projekt, wo wir stehen geblieben sind und zwar bei der Kabelrolle. Vor 4 Jahren hat die Auftrag 5.800 Euro gebracht, da bringt 2 Stunden 40 Minuten und es hat ein Gewicht von 34 Tonnen. Jo, dann legen wir mal los, Handbremsen raus und los geht's. Aber da ist eh wieder rote Ampel, da müssen wir eh wieder stehen bleiben. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen und ja. Oh, jetzt. Gib Gummi, Mercedes, gib ihm. Ja, und der Heiko ist natürlich auch im Blog drin, aber der spielt auch noch. Moin Moin, guten Tag. Natürlich wieder im Multiplayer unterwegs. Oh, wie immer. Was hier? Ampel, wer rot? Grün bitte. Bleiben wir schon, brauchen wir keine mehr. Jetzt, die Gummi. 44 Tonnen sind halt, 34 Tonnen sind halt nicht so leicht zum Anschieben. So, dann geht's auf nach. Wohin geht's nochmal? Auf nach Salzburg. 2 Stunden braucht er 20 Minuten. Sein. Jo, aber wenn wir jetzt eine chillige Fahrt haben, los geht's. 365 Kilometer, 3 Stunden, 54 Minuten, laut AWS im Dritten. Jo. Ich hoffe, wir werden mit der Folge auch dort ankommen, sonst muss ich vielleicht das in der Folge sagen. Irgendwas ausfüllen, ja, aber. Was ist Heiko? Ja, da muss ich hier irgendwas ausfüllen bei der Frank-Anzeige. Da. Wo ist dein Problem? Ja, bin ich ja. Okay, Differential ist aus. Mal Scheibenwischer wieder einschalten. Auf geht's nach Berlin. Um die kann er also kann ich Vollgas geben. Denk dran, nur 50 pro Rad, ne? Was? Ich sag, denk dran, nur 50 pro Rad. Ah, da steht 80 km/h. Also ja, pro Rad, ne? Ah, also pro Rad, ja. Lichtgeschwindigkeit oder wie? Ja, genau. Jo. Warst du eigentlich schon bei Stefan Kuhn? Keine Ahnung. Biene, die beschäftigt sich bloß noch mit den scheiß World of Warcraft da. Den Kinderspiel. Ich hab's jetzt erstmal angenommen. Danke, ey, gleich später schau. Ja. Meine Brille sieht aber. Die hat bloß noch einen Bügel. Hängt die, hält die immer so schief auf der Nase. Oh, der Mercedes zieht aber ganz schön.
gegönnt habe. Eine Speziallacke. Hey. Ich habe mir gestern auch ein paar Mods runtergeladen hier für American Truck, ne? Aber das ist schon eine geile Grafik, das. Also, oh, sieht herrlich aus. Kannst du durch die hier sämtliche Karten runtergeladen haben. Kannst du durch die Berge fahren, durch Serpentinen und all so ein Zeug. So, jetzt muss ich. Jetzt. Ah. Was? Jo, dann fahren wir weiter. Handbremse aus. Gang eine. Fetten Gang. Jo. Oh. 20 Euro Maut ja noch. Oh, Maut muss du da sogar bezahlen einem geben. Ja. Eieiei. Ist das im American Truck Simulator nicht so? Dafür durfte ich gestern einen Haufen Strafe bezahlen. Als Polizeiauto weggekickt hat von der Autobahn, habe ich einfach runtergeschmissen. Das lenkt sich das ein bisschen anders. So, jetzt. Aber Spaß. Ja, was? Spaß macht's immer gar. Ja, Spaß macht die Fahrerei mit der LKW sowieso. Außer das mit Geld cheaten, das habe ich natürlich nicht gemacht. Da gibt es ja genug Mods dafür, ne? Aber das bringt ja nichts, da macht es ja überhaupt keinen Spaß mehr. So. 2 Stunden, Minuten, 193 Kilometer und. Mercedes hat 495 PS. Mehr nicht? Wieder mal sollen. Was? Die Discord-Nachrichten, ich muss sehen. Den darf er erstmal ruhig stellen, wie es aussieht. Aber das sollte der Kunde dem auch. Oh, dann geht's weiter. Vergiss ich mal. Bald immer zu spät dann.
Oh, doch. 162 Gitter. So. Oh. Lärmol. Müsste hier bei Eurotruck Simulator auch sein, ne? Hier auf 10, ne? Tempomat, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, mein Lenkrad liegt. Weiß ich nicht. Ach, ein Lenkrad hast du noch. Oh, mein G29. Ich will einmal den Tempomat aufnehmen. Ah. Wenn du da schon ein paar Stunden zockst, dann tut der Fuß irgendwo weh vom Pedal treten. So, das kann ich mir vorstellen. Ich, mir ist gestern bald passiert. Bei American Truck Simulator habe ich noch gespielt bis um 2. Ich bin gefahren, immer nur auf eine Stelle gestartet wird. Dann wäre ich bald umgekippt vor. Dann musste ich die ausmachen, dann wird zu viel. Ne? Ja, 22 Kilometer. Ja, noch. Dann bin ich. Cool. Soweit geschafft. Aber so in Real Life kommst du ja als LKW-Fahrer um die halbe Welt. Was ist das? Lass mal sehen, wie Eurotruck dann ist. Muss ja schon gut sein, ne? Ja, der, den ich jetzt nebenbei noch zocke, da jetzt nicht, ne, aber den American Truck Simulator, der ist schon. Also die Landschaften hier, das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Aber manchmal lenken die sich ein bisschen blöde, die LKWs. So, dann geht's weiter. Wie geht dir sonst so? Gut. War das deine Mama gestern? Ja. War das deine Mama gestern, die reinkam? Ne? Ja, ich bin. Oh, ja. Immer nur zucken. Na, so sind die Mamas halt, ne? Bin aber so wagt am einen. Anhammer, 5 Fuß.
Oh. Euro, 13 Euro, 20 Euro kostet es ja. Mit DLC? Die kostet 41. Da sind ein Haufen dabei. Also ja, 6, 4 Stück. Da kostet insgesamt mit Spiel 47,98 Euro. Es gibt ja nur mehrere. Oh, da zeigt mir hier 4 Stück an. Es gibt so 40 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die 33 Tonnen Kabelrolle abgegeben. Ah ja. So. 20. Ah no. Hoppa. Ah. War nicht so leicht mit Anhänger und 33 Tonnen. Oh, habe ich ja gestern schon gemerkt, mit drei langen Anhänger. Ja, ja, das kenne ich schon. Voll privat war das. Das ist ja Wahnsinn. Ist wieder Hügel aufwärts? Kilometer, dann haben wir es geschafft. Jetzt da um die Ecke. Komm schon. Wahnsinn. So, meine lieben Freunde, das war die Fahrt. 267 Kilometer haben wir geschafft. Dafür haben wir jetzt 5000 Euro bekommen. Ja,
Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten ETS-Folge vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.